Okay, Standardmagazine. Lass du eigentlich immer Leuchtspurmunition liegen oder nimmst du die mit? Wenn es für meine Waffe ist, ist mir das scheißegal, ob Leuchtspur ja, nein oder. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich Leuchtspur liegen lasse, weil das verrät dazu sehr deine Position. Das stimmt auf der anderen Seite auch wieder, aber wenn du jetzt für den Anfang nichts anderes hast. Ja, das stimmt schon, aber wenn du dann eh schon hast, ein bisschen was, dann lass es sogar liegen. Wir könnten noch rüberschauen zu den zwei Hallen. Zwei Hallen? Was ist da drü Ach so, da auf der anderen drüben, Seite? die. Ich nenne sie im Industrial Loot. Ah, okay. Ja, hier spawnt ja alles quer durch die Bank. Genau, und das ist auch das Schöne, was du zum Beispiel in Arma 2 hast. Da hast du halt feste Loot-Spots, also wie gesagt, Military Loot, dann Industrial Loot und ich nenne es mal einen zivilen Loot. Dann kannst du immer, wenn du speziell was brauchst, aber du, das ist, es ist sowieso so, wenn du was brauchst, also nehmen wir mal an, du brauchst zum Beispiel für Space Building Reinforced Material, also Metall. Aber du brauchst im Moment keine Zementsäcke. Dann findest Du genau die findest nur Zementsäcke. Zementsäcke, kein Metall. Ja. So, habe jetzt wieder den üblichen Leiterbug. Leiterbug. Natürlich. Ja, das ist echt übel hier in Arma 3. In Arma 3 die Leitern runtersteigen ist echt Arsch. Ah, jetzt. Weil du, wenn du direkt auf die Leiter schaust, dann siehst du, dann kriegst du kein Zeichen dafür, nämlich. Okay. Du musst dich dann von der Leiter wegdrehen und langsam auf sie nach unten schauen, zurücklaufen. Dann kriegst du irgendwann das Zeichen, den Pfeil. Dann musst du schnell drücken. Ja, das hast du aber bei Arma 2 auch ab und zu, dass du rückwärts an die Leiter gehen musst Genau. und dann die Option bekommst. Ich habe jetzt mal letztens bei Frankie mal eine richtig geile Aktion gesehen bei Arma 2, bei einem Gebäude. Aber ich weiß nicht, ob das in Arma 3 auch funktioniert hier in Epoch. Der ist nämlich, du kennst ja das Tech-Gebäude, glaube ich, ist das immer in Arma 2, oder? Da ist er außen runter über die blauen Dächer. Also außen runter dann wieder, weil er ist ja dort die kleine Leiter hoch und dann, dass du dort einen schönen Sniper-Spot hast. Und dort hat immer einer gewartet auf ihn. So wie er nach vorgeschaut hat, hat er gewartet und hat immer geschossen. Dann ist er außen runter und ist dann wieder hoch und hat ihn erschossen. Richtig nice. Ja, er kann's, muss man ihm Oh gestehen. ja, oh ja. Es ist echt übel, weil was der für ein Aim hat. Was schreibt er da? Irgendwer hat ihn zu Hause besucht? Ja, die schreiben regelrecht immer wegen das wegen angreifen oder also die sind ziemlich die schreiben untereinander halt immer so nicht angreifen und so ein Scheiß. Ja, jetzt Das hört war er, das war der Funk, das ist der Funk. was der Funk? Ja. Oh, ein Kompass. Nice. Hast du kein Da wow. war nicht. Könnt ihr da mal damit aufhören? Ich schreibe mal. Das ist ja furchtbar, ne? Dann soll er sich ein anständiges Mikro kaufen. Nee, das liegt am Server. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Das ist immer der Scheiß an die Server, dass das immer leckt wie Hulle, wenn du einen Sidechat oder den Quarz-Chat nutzt. Das leckt wie Hulle. Hulle, hulle! Hulle, hulle, hulle. Erinnere mich so ein bisschen an Oh, Eis am oh, Stiel. oh, oh, ich habe einen Zapper getriggert. Was ist ein Sepper? Wo? Ich habe hinter der Halle. Ich höre nämlich stöhnen. Genau, so. Schön, schön Warum verdeutlicht kommt man das. eigentlich in die nicht rein? Das finde ich voll scheiße, ne? Ja. Kommst du bei einmal zwei da rein, oder was? Mittlerweile ja. Oh, ich Wow, höre'n. der läuft auf mich zu. Mal sehen, da. Oh, Hat dich beruhig versucht dich. zu erschießen. Ist down, ist down. Ich habe auch mit drauf gehalten. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. So, wie ist jetzt unser nächster Plan? Also ich würde gerne noch nach Balota rein, um ein bisschen Metall zu finden.
Ja, passt. Dann müsste ich irgendeine Waffe liegen lassen. Wie viel Platz hast du noch in deinem Rucksack? Ein bisschen Nehmen wir was. jetzt rein. Ich glaube, ich lasse die M16 liegen. Mr. Diver Guy. Yes, Sir. Ich lasse die M16 liegen. Ja, brauchen wir doch eh nicht, sind wir doch mal ehrlich, ne? Ja. Ganzen Und Max ich würde dafür. eh die ganzen Waffen sowieso erst mitnehmen, falls wir wirklich eine zweite Logbox haben, denn unsere ist jetzt eh schon so randvoll. Ja, ich meine, ich nehme es jetzt einfach mal mit, falls Ralf und die anderen noch eine Waffe brauchen, oder? Ja, wie gesagt, ich habe ja auch noch eine M4 Gelber dabei. Rauch! Bitte? Da bringt auch wieder Platz. Ah, Oh ihr Gott! gelben Rauch. Oh, ich denke mir gerade, was ich. Oh. Ja, wenn wir jetzt zwei Waffen dabei haben, dann reicht sie. Hey, schau mal, der Tower ist auch umgefallen. Ah, nice. Du brichst dir gleich sowas von die Beine und stirbst. Wahrscheinlich, deswegen gehe ich wieder. Ich hätte aber zwei Erste-Hilfe-Kits. So, Gehen wir zur Straße runter, also überqueren wir jetzt das Airfield am besten und gehen der also Baumallee entlang. ich Oder ich würde mache das jetzt eventuell mal. sagen, dass wir über die Straße gehen und unten am Wasser entlang gehen. Oder Dann haben wir so, nämlich ja. nur von einer Seite das Problem. Ja. Vor allem jetzt wieder zurück am Airfield, so also offen, das ist tödlich. Weil die Spieler können einfach überall sein. Diese ganzen Gambler. Nennen sie ja immer auch gern Wald- und Buschcamper. Warte, ich brauche mal ein Red Ghoul. Wie sieht es eigentlich bei mir aus? Stamina? Ach, immer noch auf 500. Brr. Ja, schön. Ich bin bei der Stamme wieder unten auf 40. Ja, es tut mich, sorry, ich sag schon nichts mehr. Ich muss mich wieder hochsaufen. Ja, hey, zum Glück ist der Spawn nicht allzu weit entfernt. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Was denn? Geht die Stamina in dem Sinne hoch, desto länger man am Leben ist oder desto mehr man sich reinpfeift? Das habe ich jetzt auch nicht ganz, na ganz mitkriegt habe ich das nicht, wie lange das geht, aber was ich halt mitkriegt habe, ist, wenn du dich voll saufst, immer die ganze Zeit kriegst du immer so 100 Stamina und so, das kriegst du dann gut geschrieben, aber erst, ich weiß nicht, ob das ist, wenn du die neue reloggst oder wenn du den Server restartet, das weiß ich nicht, wie Okay, das das genau Sniper-Nest funktioniert. ist nicht bei uns. Was hast du gerade geschaut? Ja. Wo ist denn das? So. Das ist ganz oben links auf der Map. Ach du Scheiße. So, da unten Irgendwo am Wasser am. müsste eigentlich ein Hafen sein mit Hallen. Ich markiere das mal. Du bist es. Willst du nicht auch noch gleich eine Runde baden gehen? Ich hätte den Tauchanzug. Was das wirklich banal ist, wenn du einen Taucheranzug hast, dann lässt du die Arma 3 Engine deine Hauptwaffe ziehen, aber nicht deine Sekundärwaffe. Ja, Weil ist ich ja habe klar, aber die einmal. Sekundär ist unter dem Taucheranzug, das heißt, ne, du kommst ja da nicht rein. Nee, alleine schon, wenn du schon mit der Sekundären reingehst, in der Hand ins Wasser gehst. Achso, stimmt. Ja, stimmt. Weißt du, da musst du ja unter den Anzug. Ja, aber. Aber Ja, das schau mal, ist du halt hast ja, armer, du, ne? ja, ich weiß, aber du hast ja bei deiner Weste, hast ja unten auch einen Colt-Halter dabei, also Ja. einen Waffenhalter. Aber es Ich wäre zu meine, einfach. ja. Weil ich habe einmal das Problem gehabt, dass ich ein Boot hatte, mitten auf dem Wasser, aber das einen roten Engine hatte. Und im Wasser kannst du kein Repair-Kit nutzen, nichts. Und mit dem Multigun, mit wirklich Repair-Part ging es leider auch nicht. Kann es sein, dass nur ein Ifrit auf der Karte spawnt? Möglich. Also ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ist das ein Waffencase? Ah, nein, das ist einfach nur das Schild Balota. Oh, Oh, hier ist oh, aber leck, schön leck, Loot. leck. Hier ist aber schön Loot drin. So, einmal eine Tiefkühltruhe mit Okay. Süffeln. Einmal ein Kühlschrank. Mit noch mehr zum Saufen. Und ein schöner gelber Kasten. Ach du Scheiße. Willst du eine M107? Waffenschrank. Ich glaube, die kriege ich sogar noch rein. Ich auch noch. Warte, ich nehme sie mit. Nimm den Kompass. Jupp, den habe ich schon. Ist ja geil, eine M107 hier zu finden, ne? Und nicht mal an einem Airfield oder so. Aber ja. Ja.
Ja, das ist ja das Nette hier an Epoch, an Arma 3 Epoch. Du kannst auch von überall den ganzen Scheiß finden. Und wenn du jetzt da in die Ferne siehst, dann siehst du dort die andere Base. Ach, da kommt man wieder nicht rein. Gut. Fernglas? Ach, da hinten, okay. Ah ja, stimmt, da kommt man nicht rein. Was machen wir jetzt? So. Hast du den Müllhaufen gesehen? Ich will mir jetzt erstmal. Ja, die sieht schon nice aus, ne? Mhm. Aber ich will sie jetzt nicht testen, nein. Nee. Also ich würde jetzt schon noch gerne hier Balota die Stadt mitnehmen, ne? Okay, dann gehen wir rein nach Balota. Weil es könnte ja sein, dass wir da vielleicht doch noch ein bisschen Metall finden, ne? Ja, ich hoffe es. Wäre echt nice. Oder qualvoll sterben. Und vielleicht, bis wir hier gelootet haben, vielleicht ist am Airfield ja schon wieder ein bisschen was respawned oder so. Keine Ahnung. Willst du es nochmal riskieren und zum Airfield dann gehen? Natürlich. Okay. Das ist nur eine PDW. Pfui. Ewe fast keinen Platz mehr, also daher. Also ich halte jetzt wirklich nur mehr Ausschau nach Baumaterial. Das Beste wäre halt ein Bett oder so zu finden oder ein Sofa oder so, aber die sind ja wirklich rar hier, ne? Mhm. Wie soll man da hier eigentlich wirklich Baumaterialien zusammenkriegen, ne? Das ist... Ich verstehe es auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass die Admins da ein bisschen den Loot-Spawn ein bisschen geändert haben. Komm, geh auf, du scheiß Tür. Hier. Vielleicht, was ich habe? Eine größere Weste wäre halt auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob meine groß, kleines. Welche hast du? Taktische Weste, Starfru, irgendwas. Taktische Weste ist eine ziemlich kleine. Also Chest Rig, habe ich bemerkt, hat den größten Platz. Okay. Da habe ich vorhin eine verkauft. Und ein Night Vision. Hm? Da habe ich vorhin eine verkauft. Ein Chest Rig? Ja. Okay. So, Briefkasten. Direkt an der Straße. So, zuerst die Mülltonne noch mitnehmen. Wie du nämlich sagst, es ist echt schade, dass du so wenig Häuser reingehen kannst. No. Was liegt hier? Oh, Toilettenpapier. Ah, ja. Asch auswischen. Wie viel Fahrzeuge hast du? Dreifach oder vierfach? Einfach. BW Standard. Oh. Also L Schleifpapier. Genau, L Schleifpapier Bundeswehr. Ja, bei uns ist Bundesheer. Hast du auch immer die Kampfrolle im Rucksack gehabt? Nein, denn ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich davor gedrückt. Okay. Ich wollte da nicht hin. Wie lange hättest du müssen? Also es wäre im Prinzip ja nur für ein Jahr gewesen. Mhm. Aber das Problem ist, die hätten mich ja Grundausbildung quasi schon bei mir in der Nähe geschickt. Also so 100 Kilometer von zu Hause weg. Mhm. Und nach den 3 Monaten Grundausbildung wäre ich dann nach Potsdam gekommen. Wie weit ist das von dir entfernt? Um die 650 Kilometer. Ernsthaft? Ja, und nachdem ich ja zu der Zeit schon 2,5 Jahre mit meiner jetzigen Frau zusammen bin und wir nicht so wirklich Bock hatten auf ein halbes Jahr Fernbeziehung. Das glaube ich dir. Habe ich meiner damaligen Freundin auf die Schnelle einen Heiratsantrag gemacht. Und durch das hast du das drücken können oder was? Genau, weil es ist so, wenn du verheiratet bist und, also das ist nur, wenn du jetzt quasi zum Grundwehrdienst und quasi deine Pflicht absolvieren musst, müssen die quasi meiner Frau Unterkunft, Unterhalt und Wohnung zahlen. Also hier Wohnung, Essen, alles Mögliche. Ja, ja. Und da sagt die Bundeswehr, nee, das kommt uns ein bisschen zu teuer, das lassen wir mal lieber sein. Okay. Also es war für mich einfach, noch dazu muss ich sagen, ich hatte seit einem halben Jahr feste Arbeitsstelle. Mhm. Mein Arbeitgeber hat klipp und klar gesagt, wenn ich zum Bund muss er mir kündigen. Mhm.
Das hatte ich eigentlich auch so bei unserem Kreiswehrersatz so vorgetragen. Und ich bekam dann nur zur Antwort, es ist wichtiger, dem Vaterland zu dienen, als eine Arbeit zu haben. Ei. Da dachte ich mir nur, WTF. Geht's noch? Oh ja, das denke ich mal, ja. Ja, weil du hast ja im Prinzip die Möglichkeit, auch dann dich verpflichten zu lassen, ne? Habt ihr dann auch so schönen Grundlohn beim Bund? Natürlich. Wäre ein Drittel meines Verdienstes vom neuen Job gewesen. Wir bekommen gerade mal 260 Euro oder 270 ist jetzt die Grundverdiener. Ja, ich hätte ein bisschen mehr bekommen. Also ich glaube, es wären um die 500, 600 Euro gewesen. Mhm. Wenn man alleine schon mal das rechnet, wenn ich jetzt als Beispiel immer aus Berlin nach Hause fahren hätte müssen, das wäre finanziell, da hätte ich ja drauf gezahlt, ne? So, wir haben alles durch, ne? Kein Metal, nicht? Nee, leider. Da und war, ich, keine Ahnung, weißt du? Höhe Erfeld, also sind da noch Häuser? Ja, es war halt für mich einfach keine Option, nicht, sagen wir es mal so. Ich wollte lieber arbeiten, weißt du, das ist schön, du hast deine Lehrzeit hinter dir. Ja, sicher, das verstehe ich. Und verdienst das erste Mal richtig Geld, ne, seit einem halben Jahr, kannst dir was kaufen und dann sollst du zum Bund gehen. Nee. Ich versteh dich voll und ganz. Oder noch eine Mülltonne. Nix. Da hast du dann wirklich Sauerkraut. Ja, natürlich. Der ist halt schon den ganzen Tag am Server. Okay. Ich gehe zurück ans Airfield, okay? Bin genau links hinter dir. Okay. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt noch einmal komplett durch. Wie gesagt, vielleicht ist was respawned. Ich glaube es zwar nicht. Ja, sonst laufen wir einfach in die Base zurück. Vielleicht haben wir dort irgendwie Glück. Ja. Dass dort noch Metall ist. Ach, ich weiß, wo ich noch hochgucken wollte. Das ist zwar hier gefährlich, aber in diesen... Kann man die hoch? Nee, die kann man nicht mehr hoch. Frage, das habe ich nicht getestet. Nee, da kann man nicht hoch. Das aber sind nicht wie normale. Aber ich glaube, die sind nämlich custom gesetzt, gell? Möglich. Was ich sagen muss... Bei euch ist ja als Bund mittlerweile Berufsherr, oder? Bei uns? Ja. Ja, bei uns, wie gesagt, man kann Bundeswehr, man kann sich verpflichten lassen. Und hier ist übrigens Loot Respawn, sehr schön. Aber ich habe gerade eine M249 mitgenommen. Aber ist halt für mich auch keine Option, klar. Granatenwerfer, Tragegurt, grün, okay. Ist halt für mich auch keine Option gewesen, weil bei uns, wenn du mittlerweile zur Bundeswehr gehst, ist halt das Risiko der Versetzungen sehr, sehr hoch. Mhm. Also das heißt, das stört mich halt maßlos, ne? Wenn du sagst, du hast Freundeskreis, Familie, ist ja, alles da, ja, ne? Ja, ja. Und ja. Dann sollst du, so wie ich zum Beispiel, nach dem Grundwehrdienst nach Potsdam gehen und kannst aber auch nichts daran ändern, ne? Das ist dann richtig mies, ja. Aber ich muss sagen, bei uns war es so, dass die das dann nachher umgeändert haben. Auf, dann, was immer die Zeiten wieder etwas runtergesetzt. Also bei mir war es dann schon mittlerweile so, dass du nur mehr ein halbes Jahr gehen hast müssen. Also ich war einer der ersten, was dann nur ein halbes Jahr Bund hatte. Brauchen wir einen Revive-Player? Oh ja, nimm mit. Wir haben eine Multigun. Also ich habe eine Multigun im Rucksack. Und wenn ich das nächste Mal sterbe, nimmst du die Multigun und belebst mich wieder. So, Waffe brauchen wir alles nicht. Nice, Waffe. Ich habe eine größere Weste gefunden. Ja, komm, den nehmen wir noch mit, den Schalldämpfer. Passt noch rein, ansonsten schmeißen wir wieder raus. Boah, sind hier viele. Oh, ich hätte auch eine Multigun, ne? Ja, ist immer gut, oder? Kann ich nicht mehr mitnehmen. Ach, schade. Ja, dann lasse ich die Vehicle-Parts da. Es würde eigentlich reichen, wenn wir eine haben, oder? Fürs Erste. Ja, normal schon. Aber zwei Small-Energy-Packs nehme ich mit. Ja, jetzt habe ich mich da durchpackt und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Verdammt. So, erste Hilfe. Hilfe, Blaze, Hilfe.